Hallo, lieber Zuschauer. Hallo, liebe Zuschauerin. Willkommen zur 419 der Agentur der Nichtarbeit. Erst folgt die Übersicht. Als erstes sehen wir... Ja, ich hatte am Mittwoch, den 25. hatte ich mit Ingrid, einer Aktivistin vom Berliner Schwabenstreich, ein Interview geführt zu Stuttgart 21, aktuellen Situation. Und hinterlegt ist das Ganze mit einigen Bildern vom Dortstandfilm beim Schwabenstreich. Als zweites sehen wir dann was von der Wir haben es satt Demo vom 21.01. Danach eine kleine Talkrunde mit mir über das Ölembargo gegen Iran. Danach ein Bericht zur Dresden-Mobby. Mobilisiert euch gegen Nazi-Aufmärsche in Dresden. Und das war die Übersicht. Ja, Rolf, es gibt wieder Aktuelles vom Schwabenstreich. Ja, richtig. Also in Berlin gab es jetzt erstmal die ersten wieder Schwabenstreiche nach einer gewissen Pause aufgrund des Volksentscheids. Ja, Mittwoch, 25. habe ich einen begleitet. Es waren nicht viele Leute, war kalt. Und ich habe dann aber die Ingrid von den Berliner Schwabenstreicherinnen habe ich dazu gebracht, mir ein Interview zu geben zum aktuellen Stand von Stuttgart 21. Da hat sich denn jetzt einiges getan. Illegale Baumfällaktionen fragwürdiger Art, ohne naturschutzrechtliche Belange zu berücksichtigen. Und es hat sich jetzt einiges verändert. Aktuell hat das Bundeseisenbahnbundesamt sozusagen die Fällung von 178 Bäumen im Stuttgarter Schlossgarten genehmigt. Also da wird einiges auf uns zukommen und kann so sein, dass in den nächsten Tagen mit den Baumfällarbeiten begonnen werden wird. Beobachtet, guckt die entsprechenden Webseiten und jetzt seht ihr meinen Beitrag Band ab. Ja, hallo Ingrid. Du bist vom Berliner Schwabenstreich und ihr hattet heute hier am Potsdamer Platz wieder einmal einen Schwabenstreich und habt ordentlich gegen Stuttgart 21 getrillert. Es gibt ja nun vieles Neues in Stuttgart, um Stuttgart 21. Nicht nur, dass die Abrissvorbereitungen für den Südflügel sozusagen beginnen, Absperrarbeiten, Polizei und alles, sondern es wurden wohl in den letzten Wochen auch, fanden auch fragwürdige Baumfällaktionen der Bahn, also teilweise Nacht- und Nebelaktionen, ohne Berücksichtigung irgendwelcher ökologischen und artenschutzrechtlicher Belange. Fand statt, erst vor kurzem, der massiven Polizeischutz. Und außerdem gibt es jetzt obwohl die neuesten Informationen, dass das Widerstandskind im Stuttgarter Schlossgarten entgegen allen anderen Meldungen nun doch bis zum Ende Januar den Garten räumen muss. Und es wohl offensichtlich auch eine Gemeindeverfügung gelassen wurde, wohl offensichtlich, die ein Betretungsverbot eines bestimmten Teils des Schlossgartens verfügt. Bis sind die Bauarbeiten abgeschlossen ist. Kannst du mir jetzt ein bisschen was dazu sagen, zu dem aktuellen Stand in Stuttgart? Ja, ich möchte jetzt erstmal damit anfangen, dass wir uns entschlossen hatten, nachdem klar war, dass der Südflügel wohl in der nächsten Zeit abgerissen wird. Also sprich, nachdem sie angefangen hatten, den Südflügel abzusperren und die Leute dort wegzutragen, dass wir uns in Berlin entschlossen hatten, doch wieder was zu machen, weil ursprünglich hatten wir uns nach der Volksabstimmung geeinigt, nur noch einmal im Monat und bei entsprechendem Anlass eine Aktion durchzuführen. So. Und dieser Anlass ist jetzt halt bei uns gekommen oder wir denken, dass er gekommen ist und von daher werden wir jetzt wieder wöchentlich Aktionen durchführen, auch interessant vielleicht für die Leute, die dann gegebenenfalls aus Stuttgart mal in Berlin sind, können sich natürlich dann gerne auf unsere Seite wenden und schauen, was wir machen. Wir haben das auch jetzt erstmal bei dem Mittwochstermin belassen, weil der bei den Leuten schon bekannt ist. So, und wie du schon sagtest, es ist natürlich so, dass in der letzten Zeit sich gerade die Neuigkeiten überschlagen. Wir waren alle relativ entsetzt, dass es jetzt doch so zackig mit dem Südflügel losgeht. Inwieweit er noch wirklich entkernt wird oder nicht, ist mir nicht klar. Ich habe auch Infos, dass der Südflügel schon längst entkernt wäre und dass man sozusagen schon abbrechen könnte. Was mich halt wundert, ist, dass mir Aussagen vorliegen, dass der Südflügel in den nächsten 2 Jahren gar nicht abgerissen werden müsste. Und ich persönlich finde das natürlich sehr schade, weil das ist letzte Bauwerk dieser Architektur der Moderne ist und ich finde das sehr traurig, dass man das einfach hier
so zack abreißt, ohne sich zu überlegen, ob es nicht Alternativen geben würde. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass der Abriss zu dem jetzigen Zeitpunkt meiner Meinung nach und auch vieler Experten gar nicht nötig wäre. Und ich denke einfach, dass die Bahn jetzt hier mal ein Tabula Rasa machen möchte und klare Zeichen setzt. Und wenn dann alles weg ist, werden sich die Leute schon beruhigen und sie können richtig erst mit ihren Arbeiten loslegen. Das Weitere, was du angesprochen hast, war, dass das Widerstandscamp geräumt werden sollte. Da waren ja im Dezember noch die Infos, dass vor März vermutlich erstmal gar nichts passiert. Und vor 3-4 Wochen stand, soweit ich mich entsinne, auch in der Zeitung, dass es erstmal bleiben kann. Und erstmal war auch auf einen Zeitraum von 4 bis 8 Wochen angedacht. Eher 8 Wochen, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Aber heute sieht das halt wirklich so aus, dass spätestens Anfang nächste Woche das Camp geräumt wird. Das ist die eine Sache. Und wenn das Camp geräumt wird, dann stellt sich für mich natürlich die Frage, was passiert danach? Es macht ja keinen Sinn, das Camp zu räumen, die Leute aufzubringen und dann passiert nichts. Also gehe ich schwer davon aus, dass dann auch mit den Baumfällarbeiten angefangen wird. So, da ist dann wieder die nächste Frage. Erstens mal nach der Transparenz der Bahn. Ich finde das schon seltsam, dass die gesamten artenschutzrechtlichen Bedenken weder von der BDB noch vom EBA in irgendeiner Art und Weise ernst genommen werden. Es leuchtet mir einfach nicht ein, dass man die Bäume abholzen kann, ohne sich wirklich um diese Einwände, die ja begründet sind, zu kümmern. Fledermäuse stehen auf der roten Liste in Deutschland. Und offensichtlich sieht das auch die Landesregierung, zumindest die Grünen in der Landesregierung so, weil es letztens noch hieß, die artenschutzrechtlichen Bedenken wären nicht ausgeräumt und die Maßnahmen, die die Bahn vorschlägt, würden nicht ausreichen. Also erwarte ich von der Bahn dann, dass sie da nachbessert, und solche Sachen machen mich dann einfach furchtbar wütend. Aber wie gesagt, ich fürchte, auch hier bemüht sich die Bahn, diese Arbeit so schnell wie möglich hinter sich zu bringen, weil das natürlich alles andere als eine populäre Maßnahme ist. Und meine Theorie ist, dass sich die Bahn denkt, die meisten Leute werden sich dann aus dem Widerstand zurückziehen, wenn der Südflügel weg ist und die Bäume im Schlossgarten auch. Soweit ich jetzt informiert bin, nach meinem ganz aktuellen Stand, hat der Bund heute, also der Bund für Umwelt- und Naturschutz, sowohl artenschutzrechtliche als auch rechtliche Bedenken geltend gemacht gegenüber dem Abriss im Schlossgarten. Und soweit ich auch weiß, ist es 17 Bäume, wo wohl nachweislich Juchtenkäfer drin sein könnten, stehen bleiben müssten. Inwieweit sich die DB daran hält, wage ich A zu bezweifeln und B frage ich mich, wie das technisch überhaupt machbar ist. So, und das ist jetzt so mein aktueller Wissensstand. Ach ja, was mich natürlich auch noch empört ist, obwohl beim Nordbahnhof, beim Abriss des Nordflügels bereits die Tatsache feststand, dass da eine ganze Menge Schwarzarbeiter beschäftigt waren, ist jetzt bei der Entkernung des Südflügels genau das Gleiche der Fall. Das heißt, hier wurden auch wieder massig Schwarzarbeiter eingestellt oder Schwarzarbeiter geduldet, was ich dann schon interessant finde, wenn dann auf der anderen Seite immer argumentiert wurde, dass Stuttgart 21 ja der Jobmotor für Baden-Württemberg sein solle. Ja, Bahnchef Grube hatte, ich glaube, im letzten Jahr eine Art D-Day angekündigt. Ist ja, man kann quasi sagen, es ist eine Art Kriegserklärung gegen die Stuttgart 21 Gegner. Wenn die Bahn sozusagen die Situation weiter eskaliert, kann man damit rechnen, dass wir wieder Bilder im Fernsehen sehen, in den Medien, wie am 30. September 2010? Also ich bin vielleicht die falsche Ansprechpartnerin diesbezüglich, weil ich das halt eher von Berlin aus beobachte. Nicht, dass ich jetzt gar nicht in Stuttgart unten war, aber halt nur ab und zu. De facto scheint mir es aber so, dass ich glaube, die Leute haben eine Mordswut im Bauch. Und inwieweit sich das dann auswirken wird bei dem Abriss und bei der Abholzung, kann ich nicht wirklich beurteilen. Ich rechne aber schon
mit teilweise ähnlichen Bildern, auch wenn der Polizeichef gesagt hat, es werden keine Wasserwerfer eingesetzt. Und vielleicht zum Schluss, wie wird es weitergehen, glaubst du? Meinst du jetzt... generell jetzt zu Stuttgart 21. Also ich hoffe, dass es jetzt doch noch irgendeinen Eilantrag gibt, der Bestand hat, dass der Schlossgarten erstmal so stehen bleibt. Ich finde es aber wahnsinnig schwierig, überhaupt irgendwelche Prognosen abzugeben, weil jeden Tag kommen irgendwelche neue Mitteilungen. Ganz ehrlich muss ich auch sagen, wir haben schon so viele Skandale erlebt und Sachen von Überschreitung des Kostendeckels, falsche Genehmigungen. Die Hälfte ist noch nicht mal planfestgestellt. Insofern finde ich das lustig, dass dieses Projekt überhaupt noch existiert. Eigentlich in anderen Bereichen wäre das schon längst eingestampft oder zumindest würde man Schritt für Schritt das abarbeiten und dann erst anfangen mit dem eigentlichen Bauen. Aber jetzt alles abreißen, obwohl man noch nicht mal Genehmigungen hat. Ich meine, ich sehe ja, wie transparent die Bahn arbeitet. Letzten Samstag wurden die Bäume gefällt in der Gegend von der Röhre. Du meinst den Wagenburg-Tunnel? Genau. Auch da gibt es noch keine Planfeststellung dafür. Das ist unglaublich. Die Bäume werden. Es geht jetzt um die Baustelle zum Filder-Tunnel. Genau, die Baustelle zum Filder-Tunnel. Da ist noch keine Planfeststellung. Das ist in anderen Punkten auch nicht. Dann fangen die in der Nacht- und Nebelaktion um 0.30 Uhr an, die Bäume abzuholzen. Was mich auch empört hat, ganz nebenbei, ist die Berichterstattung, dass nämlich völlig falsche Bilder in der Presse verwendet wurden, die gar nicht aus Stuttgart stammten. Ja, dann wünsche ich viel Erfolg und danke dir fürs Gespräch. Am 21.01. gab es in Berlin auch die große Wir haben satt Demo. Los ging es vom Hauptbahnhof und endete vom Bundeskanzleramt. Karpfen, du weißt näher darüber und auch Nazis sollen sich mal wieder eingemischt haben? Ja, leider war es eine sehr, sehr kurze Demo, weil wohl eine längere Strecke nicht genehmigt wurde, keine Ahnung warum. Und leider waren auch Nazis dabei, es haben sich da wohl 20 Nazis untergemischt gehabt, die dann aber natürlich ja, antifaschistisch entsprechend die Meinung gesagt bekommen haben und ja ziemlich schnell dann doch den Platz wieder verlassen mussten. Und genau davon sehen wir jetzt was. Band ab. Liebe Freundinnen und Freunde, wir stehen hier heute nicht, weil wir die Medikamentenfrage stellen oder irgendeine andere Einzelfrage. Wir stehen hier heute, weil wir die Systemfrage stellen, weil so nicht mehr weitergehen darf, weil wir satt haben, wie mit den Tieren, mit den Menschen und der Umwelt umgegangen wird. Das deutsche Tierschutzgesetz ist grausam. Es lässt Qual an Millionen von Tieren zu. Schnäbel werden gekürzt, Ferkel werden unbetäubt kastriert, Schwänze gekniffen, Fußballengeschwüre, Krankheiten, alles ist die Regel in diesen Intensivtierhaltungen. Und wer das noch nicht verstanden hat, dass es dann nichts nützt, einen Punkt zu ändern, die Ferkelkastration zwar verbieten zu wollen als unbetäubte Kastration, aber noch bis 2017 doch zuzulassen. Oder Legehennen zwar aus den Käfigen rausholen zu wollen, aber bis 2035 dürfen die Menschen noch weiter mit dem Leid der Tiere Geld verdienen, die Agrarindustrie. Das ist keine Novellierung des Tierschutzgesetzes. Jetzt müssen wir rangehen an den Systemwechsel. Wir stehen hier gemeinsam, weil wir der Überzeugung sind, dass die Tierschutz rückwärts denken, damit politisch nicht mehr vorwärts kommen dürfen. Dafür stehen wir heute. Mit uns geht es vorwärts. Uns geht es vorwärts für die Tiere, für den Menschen, für die Umwelt. Dafür stehen wir hier und Frau Aigner, ein Wort noch dazu. Wir haben es satt, ist unser Motto. Aber glauben Sie doch nicht, dass wir übersehen, dass andere Menschen hungern, uns dafür zu diffamieren, weil das Motto Ihnen eine Chance bietet, wieder Nebelbomben zu werfen, Demonstranten zu diffamieren, das dürfen wir nicht zulassen. Auch das haben wir satt, Frau Aigner und Frau Merkel. Der Staat, wir machen weiter. Vielen Dank. Wir müssen, dass wir das Fleisch exportieren können, das habe ich so satt. Und ich habe es. Und ich habe es so satt, dass immer
mehr Pestizide eingesetzt werden und dass immer mehr Düngemittel in unsere Flüsse und Meere landen, dass unser Trinkwasser verschmutzt wird und dass die Landwirtschaft der Hauptverursacher des Artensterbens ist. Und das Zynische dabei ist doch, dass wir alle, wir Verbraucher, wir Steuerzahler, die ganze Gesellschaft zahlt den doppelten und dreifachen Preis dafür. Nicht nur für die angeblich so billigen Produkte. Doppelt und dreifach über die Agrarsubventionen in Brüssel und über die Folgewirkungen einer geschädigten Umwelt und Natur. Frau Aigner hat scheinbar erkannt, dass wir Recht haben, dass öffentliches Geld nur noch gegen gesellschaftliche Leistungen gezahlt werden muss. Das behauptet sie zumindest. Doch was heißt das, frage ich. Was heißt denn das? Dass alle Landwirte oder auch die, die so tun, als wären sie Landwirte, aber nur Mais anbauen für die Biogasanlagen, dass das eine Leistung sein soll für die Gesellschaft? Das kann doch nicht wahr sein. Das Geld soll weiter mit der Gießkanne ausgeteilt werden. Es muss aber Schluss sein, dieses Gießkannenprinzip grün zu waschen, was in diesen Tagen passiert ist, in den ersten 3 Tagen jetzt hier vor der Grünen Woche, mit dieser Schönfärberei und der Kosmetik, die eigentlich nur kaschieren soll, dass sich im Kern für niemanden etwas ändert. Das frappierendste Beispiel finde ich derzeit die Diskussion um den Flächenverbrauch. Natürlich bin ich auch gegen die Betonierung der Flächen. Natürlich bin ich traurig über jeden Acker, der verloren geht. Das sind wir doch alle, liebe Freundinnen und Freunde. Aber der eigentliche Flächenverbrauch, der derzeit stattfindet, das ist doch die Vermeisung unserer Landschaft. Die will keiner. Und auch alle Landesagrarminister, einige haben sich ja schon davon gelöst, sie müssen sich lösen von den Kräften, die uns weismachen wollen, dass man nur mit Agrarchemie, Antibiotika und Gentechnik industrielle Produktion die Welt ernähren kann. Das ist eine der größten Lügen unserer Zeit, liebe Freundinnen und Freunde. Eine Landwirtschaft, basiert, die natürlichen Ressourcen unwiederbringlich zu verbrauchen und zu zerstören und die Bäuerinnen und Bauern in Abhängigkeiten zu bringen, ist keine Lösung zur Ernährung der Welt, sondern schlicht und ergreifend eine Sackgasse. Das wissen wir alle. Die Menschen erwarten etwas ganz anderes. Sie wollen gesunde Lebensmittel, sauberes Trinkwasser, mehr Klimaschutz und den Erhalt der Artenvielfalt und keine Massentierhaltung. Sie fordern den Systemwechsel. Wir fordern den Systemwechsel. Und genau das bietet der ökologische Landbau. Bereits seit Jahrzehnten sind engagierte Landwirte angetreten, um eine bessere Landwirtschaft zu betreiben. Respekt vor dem Tier, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und gesunde Nahrung, das waren und das sind unsere Ziele. Der Ökolandbau bietet das Systemmodell, das Zukunftsmodell unserer Landwirtschaft. Viele Verbraucherinnen und Verbraucher wissen das. Und auch der Rat für nachhaltige Entwicklung weiß das. Er empfiehlt der Bundesregierung sogar, den Ökolandbau weit auszubedienen aus 20%. Und in so einer Zeit haben wir ein Bundesland, das Land Schleswig-Holstein, das die Ökolandbauförderung streicht. Ein Land, das die Ökolandbauförderung streicht, zeigt die Landesregierung dem Ökolandbau die rote Karte, der Ministerpräsident dem Ökogedöns, und anstatt dem Ökolandbau fordern sie Güllebehälter. Das kann es nicht sein, das können und wollen und dürfen wir uns nicht gefallen lassen. So eine Regierung gehört vom Platz gestellt, und das ist unser Appell an die Menschen in Schleswig-Holstein. Am 6. Mai haben sie die Wahl. Und ich denke, da drücken wir unseren Kolleginnen und Kollegen und den Bauern in Schleswig-Holstein die Daumen, dass sich hier was ändert. Wir haben alles andere als satt. Wir werden den Weg einer ökologischen Landwirtschaft konsequent weitergehen und weiterentwickeln, dass wir auch noch in 100 Jahren und mehr unseren Kindern und Kindeskindern eine gesunde Natur, eine Landwirtschaft und gesunde Lebensmittel hinterlassen können.
Und ich bedanke mich, dass so viel für den Systemwechsel, für eine neue Landwirtschaft kämpfen. Und das brauchen wir auch noch viele, viele Jahre. Wir brauchen viele Menschen, die mit uns streiten. Und dafür danke ich euch allen. Und viel Erfolg. Ja, hallo, lieber Zuschauer, liebe Zuschauerin, willkommen zu unserer heutigen Talkrunde in der Sendung 419. Als erstes geht es um den Chef der Europäischen Zentralbank. Volker, du weißt genaueres? Um den ehemaligen Chef, der letztes Jahr sein Amt verlassen hat, ganz regulär, von 2003 bis 2011. Ja, und was macht er jetzt? Da kam heute eine Meldung in den Nachrichten. Er wird jetzt Chef, Kontrollchef vom EADS. Aha, ist ja schon mal interessant. Der war nicht ganz unbefangen in der Euro-Krise und Finanzkrise, was er das eigentlich gemacht hat. Er hat einige Patzer sich geleistet. Zum Beispiel europäische Staatsanleihen gegen Dollar getauscht. Sehr schöne Geschichte. Hat den Dollar, den Euro voll aufgewertet. Und noch andere Sachen. Naja, wir werden vielleicht noch mehr von ihm hören, jetzt wo er bei EADS, dem größten Rüstungskonzern Deutschlands, ist, was da noch so passiert. Naja, lassen wir uns überraschen. Und wie sieht es jetzt eigentlich mit dem europäischen Ölembargo gegen Irak-Iran aus? Iran. Genau, das europäische Ölembargo gegen Iran ist ja gerade durchgesetzt worden. Ne? Und die Iraner sagen so, was soll das? Wieso seid ihr denn so USA-abhängig? Wieso macht ihr, was sie wollen? Weiß ich auch nicht genau, warum wir das machen müssen. Vielleicht gibt es da irgendwelche Verträge, Knebelverträge. Naja, die USA irgendwie müssen sich doch mal wieder als Weltpolizist aufspielen. Ja, müssen sie ja, weil sie können nur bestehen, wenn sie die stärkste Macht auf der Welt sind. Weil sie, ihr Finanzsystem und die ganze Wirtschaft zu dem so funktioniert. Sobald sie die Zweiten sind, gehen sie unter. Das ist natürlich auch so eine Sache, die zu bedenken wäre. Vielleicht zu überdenken wäre von den USA, wenn sie nicht machen, weil sie sind noch die Stärksten, wollen sie mal bleiben. Ja, Ölembargo. Wir, Ölembargo gegen Iran, totaler Schwachsinn. Wir tun nämlich gerade eine Nabucco-Pipeline. Falls es jemand was sagt, Nabucco ist seit vielen Jahren geplant, ist die letzten Jahre leider zurückgesteckt worden. Und da frage ich mich auch, warum die zurückgesteckt worden ist, warum die nicht umgesetzt wurde. Weil, wenn man genau nachschaut, ein Engländer, der Chef, der Planungschef war sozusagen von dieser Nabucco-Ölpipeline, die vom Osten von der Türkei, also Anschluss an die Länder hat, soll auch afghanisches, irakisches und iranisches Gas durchfließen, soll aber auch gleichzeitig für Öl gebaut werden, also dass man auch Öl, sowohl als Gas als auch Öl, durchpumpen kann und soll bis nach Österreich gehen. Aha, also ist ja spannend. Nach Westeuropa. Also wir kriegen dann direkt iranisches Öl nach Europa. Das passt den Amis natürlich gar nicht. Weil Iran wird ja dadurch stärker, weil wir zahlen dann an denen Geld für das Öl. Wir kriegen es ja nicht umsonst. Und da bleibt die Frage, wenn wir Öl aus dem Iran direkt nach Westeuropa beziehen, für was sollen wir dann noch in Petrol-Dollar zahlen? Können wir doch gleich in Petrol-Euro zahlen? Ja, und deswegen gab es damals auch den Irakkrieg, weil der Irak seine Ölgeschäfte auf Petrol-Euro umgestellt hat. Und kurz danach, schwuppdiwupp, sind die Amis in den Irak einmarschiert und haben den übernommen und haben den Petrodollar wieder eingeführt. Damit es immer schön richtig ist, so wie sie das haben wollen. Ja, jetzt denken sie aber auch, dass sie China damit schädigen. China schädigen sie damit gar nicht, weil es bestehen längst Pipelines nach China und Iran kann jetzt noch mehr Öl nach China pumpen und China wird noch stärker, weil China mittlerweile komplett unabhängig ist. Da kann selbst die Amis nichts mehr machen. Die sind einfach raus, die Chinesen. Und die Amis müssen sehen, wie es irgendwie hinterherkommen. Deswegen ist dieses Ölembargo gegen Iran aus europäischer Sicht totaler Schwachsinn. Ja, das ist einfach wieder mal nur eine Machtdemonstration, würde ich mal sagen. Ja, auch mit dieser USS Abraham Lincoln in den Persischen Golf einführen. Eine Machtgehabe, sozusagen. Ja. Das war unsere Talkrunde für heute. Ja, hallo Karpfen, in Dresden gibt es wieder mal was Schönes, Unschönes. Und zwar ein Nazi-Aufmarsch soll es dort wieder mal im Februar geben.
Angesetzt sind wieder die zwei üblichen Termine, der 13.2. und der Jahrestag der Bombardierung von Dresden und der 18.2. Wahrscheinlich wird der 18.2. aber wieder die größere Geschichte. Und genau dazu sehen wir jetzt einen Mobi-Trailer. Band ab! Das war die Sendung 419. Wie auch, dir hat sie gefallen? Schau auch beim nächsten Mal wieder rein. Und dir eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss.